ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Ringen, Überraschung. Hergiswil gewinnt gegen Freya. Nicht knapp, sondern deutlich 20 zu 14. Hergiswil gleicht ab dem zweiten Kampf aus und gibt bis zum Schluss die Führung nicht mehr ab. In der Pause ist es noch knapp 9 zu 8 gestanden. Wie schon in den anderen Kämpfen dominieren die Napferinger vor allem in der zweiten Halbzeit. Der Hergiswiler Trainer, der Johnny Maroschwöldi, zu den einzelnen Kämpfen. Wenn wir die einzelnen Kämpfe dann anschauen, Patrick Rölli gegen Nino Leutet, was habt ihr da erwartet? 1-3 für Freya? Ja, ich bin zu einem engeren Kampf erwartet. Ich vorher studiert 2-1. Vielleicht für die Seite oder vielleicht für unsere Seite. Klar, Schiedsrichter zu mir ist so aussehen. Zweimal zwei Punkte nicht geben für Rölli Patrick, aber Rölli Patrick auch relativ schlecht gerungen. Und so heißt es, das Resultat ist korrekt. Der Freiämter-Trainer, der Adi Bucher. Eben die einzelnen Kämpfe, geschwind, wie wir durchgehen. Patrick Rölli gegen Nino Leutert. 1-3. Ja, der Nino hat den Kampf am Anfang sehr gut im Griff gehabt. Hat er nachher ein bisschen nachgelassen und hat zum Glück am Schluss noch ein bisschen aufdrehen. Da sind er einigermaßen erwartet? Ja, er hat eigentlich erwartet. Man darf es von einem so einem Jungen erhofft man sich so einen Sieg. Erwartet darf man es eigentlich nie. Martin Suppi gegen Pascal Gurtner. Da hat Hergiswil gewonnen. 14-2. Ja, der Pascal Gurtner ist nach wie vor auf der Suche nach seiner Form. Er hat aber heute gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Er kommt immer näher her. Er steht heute schon viel besser her als in den vorhergehenden Kämpfen. Und, ja, am Schluss ist ihm fast noch Lucky Punch gelungen und hat ihn fast können schultern. Ja. Genau um diese Szene geht's. Schlusspfiff hat quasi den Martin Suppiger gerettet. Martin Suppiger gegen Pascal Gurtner, 14-2 für Hergiswil. Das ist schon klar, vorher Gurtner Pascal nicht mehr muss abtrainieren für 97 Kilo. Und er ist immer müde, aber jetzt heute Schwergewicht gemacht und er abwägen für 104 Kilo. Das alle Leute nur ausrechnen, 7 Kilo abtrainieren oder nicht, nicht abtrainiert. Und eine viel bessere Form und sehr gut gerungen für Martin, aber für Ende ein bisschen zu viel Risiko nimmt und fast Shooter verloren. In letzte letzten Sekunde hat der Punkt abgegeben. Ja, aber so gefährlicher Punkt ist gefährliche Lage und fast Shooter verloren. Aber das Glück ist gewinnt und für die Zukunft ist das etwas, muss besser konzentrieren wie schlechte Sekunde. Hat noch Glück gehabt, ne? Dann Thomas Wiesler gegen Reto Bürgisser, 6-6 für Hergiswil gewonnen. Ja, klar, da ist schon wieder ein Entscheid für höhere Aktion. Und Thomas sehr gut beginnen, 2-0 führt. Aber nachher, Reto ist ein guter junger Ringer. Der hat sehr gut gemacht für Beiangriff und sehr gut gekämpft. 6-2 führt. Aber nachher, für Pause gesagt, für Thomas, probiere etwas für Stand ziehen. Wegen 4 Punkte, das ist normal ist nicht 4 Punkte, das ist fast 5 Punkte, 4,5 Punkte. Wenn wir Gleichstand wie dieses Match, das erste Mal das schon weg haben für höhere Verwartung. Ja,
Okay. Der Thomas Wiesle gegen Reto Brüggisser. Wieder hat Hergiswil gewonnen, 6-6 mit einer höheren Differenz. Der Kampf hat mich am meisten überrascht heute Abend. Der Reto ist sehr frech hergestanden, hat mutig gekämpft, hat den Kampf eigentlich fast 5,5 Minuten im Griff gehabt. Geht am Schluss eigentlich noch eine blöde Viererwertung ab, und ihm nachher mit dem 6-6 den Sieg noch gekostet hat. Ich denke, er hat heute den Sieg verdient und er hat wirklich einen super Kampf gemacht. Auf Telenap, Tele Zentralschweiz, gesendet die entscheidende Szene. Der Akash Koriza gegen Roman Zurflu, 7-0, konnte er kein Pünktchen holen. Ja, der Roman ist am Anfang gerade in eine unglückliche Aktion hineingeholt. Er hat nachher nie im Kampf zurückgefunden. Er braucht auch noch ein bisschen Zeit. Er hat sicher schon eine gute Saison gezeigt, aber heute hat sich wieder gezeigt, dass er doch noch nicht ganz so weit ist, wie wir uns das erhoffen. Was hat er denn da erwartet? Sind Sie enttäuscht? Ja, natürlich. Er hat, in der Vorrunde hat er gewonnen gehabt. Und ja, der erhofft man sich immer, dass er es in der Rückrunde noch einmal bestätigen kann. Und, ja, man hat einen sehr starken Akkus gesehen, der heute, man hat es ihm angesehen, er hat den Kampf wollen können, hat sich sehr viel vorgenommen. Und, ja, der ist zu dem 7-0 gekommen. Ganz emotional war es dann mit Akkus Koriza gegen Roman Zurflu. Akkus wollte unbedingt gewinnen. Das ist schon klar, das glaube ich für Anfang an merken oder spüren für alles. Dass es relativ gut klappt. Akkus taktisch auch viel besser wie der erste Kampf. Und konditionell und ringerisch auch viel besser wie Anfang der Saison. Ich hoffe, es kommt immer noch höher. Dann David Wissler gegen Randy Fock. Man muss da schon mit einer Niederlage rechnen. 0-11 war hoch. Das ist sehr schon gerechnet, aber ich muss ehrlich sagen, David Wissler ging für einen internationalen Ringer, der in den letzten 10 Jahren fast nur trainiert. Nur 3 Mannschaften verloren, nicht viel. Das mir ist gut oben und ein sehr gutes Resultat für David Wissler. Ist man zufrieden sogar? Der David Wissler gegen Randy Fock, das ist natürlich für euch, da habt ihr schon versiegt tendiert, gell? Ja, ist für den Randy auch nicht ganz einfach. Er ist natürlich ein klassischer Freistilringer. Er hat sich heute im Greco durchschlagen. Er ist auf einen sehr defensiven Wiesler getroffen. Und ja, solche Kämpfe im Greco sind schwierig. Wenn der Gegner nicht mitdringen will, dann ist es sehr schwierig, ein 4-0 zu machen. Eben 11-0 hat nicht ganz gelangt. Pausenstand 9-8. Wie sind denn da zufrieden gewesen? Es ist ja ziemlich haarscharf, beide Mannschaften. Ja, es waren eben höchst und tiefst gewesen, aber alles in allem ist das Resultat so okay gewesen. Ja. 9-8, das Pausenresultat, ungefähr so erwartet? Ja, das schon weiss, die Pause ungefähr 1-2 plus minus für unentschieden. Aber für unsere Mannschaft, für die zweite Hälfte, ist relativ besser aussehen. Hat gut angefangen, die zweite Hälfte. Thomas Suppiger, Mark Weber, da hat man schon einen Sieg erwartet, logisch. Ja, und Thomas Suppiger, sein Ziel auch, dass sie probieren für 0 gewinnen. Heute klappt für 3-0 gewinnen. Klappt nicht ganz für 4-0 gewinnen, aber wir haben eine kleine Verletzung für Thomas und sehr gut gemacht für seinen Job. Also die Erwartungen bei Thomas Suppiger sind jeweils sehr hoch. Er hätte 4-0 sogar holen sollen. Ja, das ist schon klar, aber Thomas Suppiger ist ein bisschen eine andere Kategorie. Das hat die letzten paar Jahre schon gezeigt für Mannschaftsmeisterschaft. Er ist möglich, 86 bis Schwergewicht fast überall setzen, für Greco und Freistil auch. Überall haben Chance für gewinnen. Oder hoch gewinnen. Mal, der Thomas Suppiger ist in beiden Stilarten natürlich fast unschlagbar. Er hat es auch heute wieder gezeigt, aber Marc hat sich nicht versteckt. Er hat munter mitgerungen, hat am Anfang einen Schlag auf die Schulter verwutscht. Das müssen wir jetzt noch abklären, was dort genau ist. Aber er hat sich tapfer geschlagen und ich glaube, er ist 2-3 Mal näher an einem Punkt gewesen, ja. Der Marco Hadu gegen Marc Scherer, 16-0 nach diesem Endresultat. Ja, der Marc Scherer, er braucht sicher noch ein bisschen Zeit, er ist ein Junge.
Er ist aber einer von diesen Jungen, der wirklich alles daran setzt, dass er den Anschluss an die nationale Spitze schafft. Er war auch dieses Jahr mit dem Randy länger in der Ukraine gewesen. Und ihm müssen wir sicher noch etwas Zeit geben, aber wenn er weiterhin so mit so viel Elan und so viel Begeisterung dranbleibt, werden wir in 2 oder 3 Jahren sicher das von Marc sehen, was wir dann auch wettig sehen. Radio, Fernsehen und Presse. Zuschauerzahl von heute oben 360. Nein, jetzt ist gerade ein reingekommen. 361 Zuschauer haben wir heute Abend. 4 Punkte geholt hat dann Marco Hodler gegen Marc Scherrer. 16:0, technische Überlegenheit. Das taktisch sehr gut gemacht für Marco. Er hat die Punkte gesammelt für die erste Hälfte. Und in der zweiten Hälfte nur einfach muss er das zumachen. Er mag das und sehr gut gerungen. Raffi Kaufmann gegen Pascal Strebel. Kein Punkt geholt. Hätte man da vielleicht einen Punkt erwartet? Nein, das ist schon ein bisschen überrascht für uns. Für Pascal Strebel nicht 74 Greco gestellt, 80 Greco gestellt. Aber für uns, für Ende, so ist noch besser läuft wie vorher gestellt. Raffi Kaufmann, Pascal Strebel, da haben mit einem Sieg gerechnet. 15:0, technische Überlegenheit für euch. Ja, ich glaube, zu dem Kampf müssen wir nicht so viel sagen. Raffi Kaufmann hat probiert, möglichst lange auf dieser Matte zu stehen. Aber ja, ringerisch hat er im Paski nichts entgegenzusetzen gehabt. Auch so verdient 15:0 hat der Paski den Kampf gewinnen können. Was haben Sie beim Patrick Stadumar gegen Cheyenne Götzmann gerechnet? Ja, dort habe ich mir insgeheim erhofft, dass der Cheyenne den Kampf gewinnen könnte. Cheyenne ist sehr gut getroffen dieses Jahr, er hat aber nicht ganz das umsetzen können, was wir erwartet haben oder miteinander angeschaut haben. Und ja, schlussendlich ist der Kampf knapp verloren gegangen. Dann Patrick Stadumar gegen Cheyenne Götzmann, 4:1. Das ist gut, der zweite Sieg für Patrick diese Jahre. Aber das ist ein richtiger Gegner, ein harter Gegner. Und schon zeigt, er ist immer noch nicht möglich abschreiben. Er hat seine Erwartung mehr als erfüllt sogar. Nein, wegen diesem Match ist es genau so, wie Lotto oder Toto-Spiel gesagt. Alles schon möglich. 1, 2 oder X, alles schon möglich. Dann der letzte Kampf, Martin Grüter gegen Christian Huwiler, 7:4. Gerade Grüter Martin bis 15 Uhr sehr gut gerungen, aber ich vorher gesagt, nur ein Griff muss sehr aufpassen für Hüfter, aber leider schon reingefahren, aber zusammen ist sehr gut gerungen für Alte Fuchs. zu 13 im vorletzten Kampf. Der Martin Grüter gegen Christian Huwiler. Was habt ihr euch da ausgerechnet? Das war ja knapp. Ja, der Christian Huwiler ist gegen Schluss her immer näher hingekommen an Martin Grüter. Ja, es ist schade, dass er dort noch eine Zweierwertung zugesprochen bekommt, der Grüter, der keine ist. Und wenn der Kampf bei 5-4 steht, dann ist es eine Aktion, die kriege ich noch machen, um den Kampf zu gewinnen. Und dann sieht es vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Und aber im Großen und Ganzen hat er hier Jakob Manuel sehr gut vertreten. Ja. Nicht ganz zufrieden mit dem Schiedsrichter? Nein, er hat schon eigentlich eine gute Partie gezeigt. Und das war eine unglückliche Aktion. Die Fehler passieren. Es ist in meinen Augen schade, dass sie es dann nicht korrigieren, wenn sie es selber auch eingesehen, dass es keine Wertung war. Okay. Die 100. Nationalliga sind. Also kräftig unterstützen. Und da die einzelnen Kämpfe im Überblick. Im 57er Greco verliert Patrick Rölli gegen Nino Leutert 4:9 nach Punkten. Ein Mannschaftspunkt für Hergiswil, 3 für Freya. In der Gewichtsklasse 61 kg Freistil gewinnt Thomas Wiesler gegen Reto Bürgisser 6:6. Dank höherer Einzuwertung, 2:1 Mannschaftspunkt für Hergiswil. Im 65er Greco verliert David Wiesler gegen Randy Wock 0:11, damit 3 volle Punkte aufs Mannschaftskonto von Freiamt. Im 70er Freistil triumphiert Marco Hodl über Marc Scherrer mit 16:0, damit technische Überlegenheit und 4 Punkte für Hergiswil.
Im 74er Greco gewinnt Patrick Stadouma gegen Giant Götzmann 4:1 nach Punkten, 2:1 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Im 74er Freistil gewinnt Martin Grüter gegen Christian Huwiler 7:4, damit ebenfalls 2:1 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Im 80er Greco verliert Raffi Kaufmann gegen Pascal Strebu 0:15, damit technische Unterlegenheit und ganze 4 Punkte für Freiamt. Im 86er Freistil gewinnt Thomas Suppiger souverän gegen Mark Weber 9:0 nach Punkten. Das bringt ohne Abstrich 3 weitere Punkte aufs Mannschaftskonto von Hergiswil. Im 97er Greco erzielt Akos Koriza gegen Roman Zurflu 7:0, 3:0 Mannschaftspunkt für Hergiswil. Und im 130er Freistil gewinnt Martin Suppiger gegen Pascal Gurne deutlich 14:2, 3:1 Mannschaftspunkt für Hergiswil zum Schlussstand von 20:14 für Hergiswil. Zu den weiteren Freiämtern Ziel, der Trainer, der Adi Bucher. Nächste Woche sind wir daheim, haben wir einsiedeln. Dort werden wir natürlich alles daran setzen, dass wir den 5. Sieg schaffen können und somit eigentlich die Halbfinalqualifikation nachher sicher haben. Und dann eine Woche später dürfen wir Willisau daheim auch noch empfangen. Und ja, wir gehen Kampf für Kampf. Wir probieren uns das Beste zu geben. Und ja, nehmen, was kommt. Ja. Okay, jetzt haben wir ja noch ein bisschen locker, es gibt noch einen Anlass für die Mannschaft, ein bisschen zur Stärkung des Moral. Also heute Abend, also wir gehen eigentlich jeden Abend noch nach dem Wettkampf und miteinander essen. Das gehört auch genauso dazu, wie dass am Montagabend alle wieder im Training sind. Okay, gut, danke vielmals. 20:14 gegen Freiamt, das ist ein Resultat, das psychologisch fit macht, weil die Hergiswiler haben auch einiges vor sich. Wo geht es nächste Woche hin? Klar, wie immer. Nächste Woche schon wieder Derby. Auswärts gegen Willisau. Ihr habt gewonnen beim letzten Mal. Wer weiß, was in Zukunft. Okay, sind wir gespannt. Danke vielmals. Gerade viel hat er nicht gesagt, der Johnny. Verpassen Sie darum nicht die Prognose zu den nächsten Kämpfen beim Johnny Meint. Da gibt's mehr. Ringe dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.